Wie haben Sie diese ganzen Kriegswirren als kleiner Bub quasi miterlebt? Was haben Sie da noch für Erinnerungen an die Zeit? Wir sind damals von dem Berg hergekommen, auf dem Berg. Mhm. Die Panzerung des ganzen. Die Alliierten damals waren das, ja. Ja. Mhm. Da haben wir dann zum Teil einquartiert in der Wohnung. Mhm. Zwei Mann haben wir da nicht mehr müssen. Hat man da Angst gehabt? Ach wo? Nicht. Wir haben schon laut gekriegt. Und dann war das Eis gebrochen. Das ist die Hauptsache. Mhm. Das war der erste, den wir gehabt haben wieder. Mhm. Jawohl, ja. Also das heißt, da ist auch nicht irgendwie geplündert worden, das ist auch nicht irgendwie Nein. randaliert worden. Nein. Da habt ihr gar Nein. keine schlechten Nein. Erfahrungen Nein. gemacht. Nein. Ja. War Ihr Vater im Zweiten Weltkrieg? War der? Der war damals fort, ja. Und die Mutter war verstorben. Mhm. Der ist 44 gestorben. Okay, ja. Aber da haben wir dann eine Weißrussin gehabt, mhm. eine Frau, war die von Grieche, eine Weißrussin. Mhm. Und die hat uns ja Pflege gemacht, die hat ganz prima gemacht damals. Waren da noch, bestehen da noch Kontakte? Oder Ach, sind nee. Kontakte, haben da auch noch bestanden? Nichts mehr, ne. Nichts mehr. Na, wir waren ja alle jung. Und der Vater, was ist mit Ihrem Vater gewesen? Ja, der ist 46, haben gekommen, dann ist er 47 verstorben. Oh, das ist natürlich ein hartes Schicksal als junger Mensch, wenn man dann die Mutter und den Vater dann kurz ja, drauf, drei Jahre später verloren hat. Ich bin dann zur Familie Mieter damals gekommen, als Pflegekind. Und ich habe mich auch sofort aufgenommen. Jawohl. Ja, das war 47. Gut, springen wir mal ein Häusler weiter zur Frau Hahn. Frau Hahn, Sie sind eine... Sag jetzt mal, der 28er Jahrgang, Sie haben damals als 17-jähriges Mädel, haben Sie den Kriegsausgang sozusagen miterlebt. Jawohl. Aber auch die ganze, die Machtergreifung der Nationalsozialisten, was haben Sie da noch für Erinnerungen, wie hat sich das... Viele. Viele. 1933 ging ich an der Hand meiner Eltern ins Wahllokal, weil da die Wahlen waren. Mhm. Für Wo war das damals? In Bad Dürrenberg. Mhm. Das ist in der Nähe von Merseburg-Leipzig, so in diesem... Jawohl. Gai, an der Saale. Das ist mein Heimatort gewesen. Und da war ich noch dort und da wusste ich natürlich, ich war 5 Jahre, ich wusste nicht so genau, was geschieht, aber es war irgendwas, wo die Eltern vorher gesagt hatten, na, den wählen wir nicht, das machen wir nicht, da machen wir nicht mit. Das dachte ich, was ist denn das, was ist denn das überhaupt? Mhm. Also die Zeit ging dann vorüber. Und als ich dann eines Tages am 1. Februar aus der Schule kam und meine Eltern mit ihren Mietern, das waren zwei Ehepaare ohne Kinder, im Hof standen, wir hatten so einen umbauten Hof, konnte keiner reingucken, da flüsterten die da sowas und dann sage ich, was ist denn passiert? Ja, wir haben Polen überfallen, der Krieg ist ausgebrochen. Mhm. Und da habe ich jetzt kurz nachgeschaut, das war also die ersten Schüsse, 6.34 Uhr früh, und ich habe es schon mittags erfahren, dass der Krieg ausgebrochen war. Und da konnte ich mir als 11-Jährige aber schon ganz viel drunter vorstellen, denn mein Vater hatte immer vom Ersten Weltkrieg erzählt. Als Kriegsteilnehmer? Als Kriegsteilnehmer, ja. Der war Pionier und hat immer die Brücken mit so Bonton über die Flüsse geschlagen und war da viele Jahre. Er wurde nachher vom Leunawerk reklamiert, weil die dann aufgemacht haben und viele Arbeiter brauchten für Benzin machen für den nächsten Krieg, ja, und so Zeug, also alles, was der Krieg braucht, ne. Ja, und das war der 1. September und wir waren nachher rein, Stille war es um uns rum, wir haben nichts gesagt, wir haben nachgedacht und ich habe auch als Kind nachgedacht, was kommt jetzt auf mich zu. Und mein Bruder, der, mein echter Bruder, 19 ist der geboren, der ist also 9 Jahre älter als ich, der war zu der Zeit gerade beim Arbeitsdienst. Wir Mädels mussten mit 14 den Dienst machen, wie hießen das gleich? Bunddeutsche Mädchen. Nein, nicht Bunddeutsche Mädchen, nein, nein. Wir mussten ein Pflichtjahr machen, das Pflichtjahr. Mhm. Und da, und mein Bruder musste das als Männer, die mussten ein Jahr zur Wehrertüchtigung, Arbeitsdienst. Zum Arbeitsdienst. Jawohl, jetzt haben Und da dann. Ja, und der ist dann gleich vom Arbeitsdienst nicht mehr nach Hause gekommen und hat schießen gelernt von den NSDAP da und ist gleich nach Frankreich gekommen. Ist er wieder zurückgekommen? Mein Bruder ist gefallen in Russland später.
ein paar Jahre später. Ich habe hier sein Tagebuch zufällig mitgebracht. Interessant. Wie sind Sie an das gekommen? Als er gefangen war, bekamen wir, er hatte immer seine, nicht Schifferklavier, diese Harmonika bei sich. Und die alte Harmonika, die habe ich noch bei mir im Keller, die kam zurück. Da war das dabei und er seine Papiere hat. Mhm. Darf man das mal anschauen? Ja. Ja. Ist natürlich aber deutsche Schrift. Wenn Sie einen Interpreter brauchen, hier bin ich. Mhm. Ja, das, jawohl. Mhm. Es hat lange geführt und ich habe es auch eines Tages mal Lust gehabt, es abzuschreiben auf dem Computer. Ne? Mhm. Also da sind schlimme Sachen drin, wo sie dann zu siebt hingestellt wurden, um drei Russen zu erschießen und keiner wusste, wer die Platzpatronen hatte und wer das nicht. Und das hat ihn sehr belastet, die ganze Sache. Mhm. Und die Briefe, die er nach Hause geschickt hat, die haben die sich sicher nicht in den Spiegel gesteckt. Hat er wahrscheinlich bei sich gehabt zu dem Zeitpunkt, wo er wahrscheinlich gefallen ist. Ja. Das hat er sozusagen am Mann getragen. Ja, ja. War immer also dabei und jeden Tag eingetragen fast. Mhm. Und Sie haben das abgeschrieben, sodass man das vernünftig... Ich habe es abgeschrieben in deutscher, also in richtiger, mit dem Computer. Ja, ja, ja. Das kann nicht jeder lesen. Das, ja, jetzt habe ich meine Schwierigkeiten gehabt. Ja, Frau Hahn, wie sind Sie dann weiter von Leipzig? Also das marschiert war dann so, in den Landkreis Roth gekommen. War das mit den Kriegswirren? Nein, das war die Liebe. Okay, das heißt, da kommen wir dann danach noch dazu. Ja. Was haben Sie dann von dem Zweiten Weltkrieg in Leipzig miterlebt? Also im Zweiten Weltkrieg war ich ja 2 Kilometer von der Grenze von Leunawerken, ist ein Begriff. Nicht? Ein begehrtes Ziel der Alliierten, schätze ich mal. Ja, und die haben so viele Angriffe gemacht, dass ich mehrmals, also wir haben dann angefangen, in einen Stollen einen Bunker reinzubauen, so einen begehbaren. Mein Vater, der war Hoch- und Tiefbau und hat dann die Stützen gebracht, dass man da so reinlaufen konnte. Und da waren so 30 Meter Erde drüber. Das war der einzige Wall in Bad Dürrenberg. Da ging die Saale vorbei. Da haben wir uns dann was gebaut, wo man immer, wenn die Nachrichten kamen, die heulenden Sirenen, sind wir immer dorthin gelaufen. Und ging nachher nicht mehr, weil meine Mutter krank wurde. Und dann ist der Vater alleine gelaufen, weil der das auch mitgeleitet hat. Und ich war bei der Mutter. Und da waren wir auch mit einer Mine beschossen worden, also eine Luftmine, so 20 Zentner. Und da war bei uns kein Fenster, keine Tür mehr drin. Die Betten waren alle geplatzt von den Fensterscheiben. Wir hatten, so wie Frau Holle, nur noch Federn und haben uns dann vorsichtig in irgendeinen Raum gehangelt, wo wir uns nachts, es war ja dunkel, die Angriffe waren ja meist in der Nacht, wo wir uns hinhangeln konnten, um zu schlafen dort, ja. Und am Morgen haben wir dann versucht aufzuräumen, aber Fensterscheiben gab es überhaupt nicht, weil alle kaputt waren. Und da hat mein Vater das mit Holz vernagelt dann. Dann war es aber dunkel im Haus. Ja, da haben wir halt immer Licht brennen müssen. Also das Licht war ja auch erst aus, nicht? Wir hatten dann wieder Petroleum, wie im Mittelalter hatten wir Petroleum und Kerzen und alles. Also wir haben da wahnsinnig an uns gearbeitet, um wieder dort wohnen zu können. Ja, das Haus steht aber jetzt noch. Steht noch, ja. Ja, mein Vater hat es wieder gut hergerichtet. Der hat dann gelebt bis 1972 und der Krieg war ja schon 1945 zu Ende. Wie haben Sie das Ganze erlebt? Ich bin darauf jedenfalls gleich jung geworden. Sie waren noch live dabei? Ich bin schon bei uns in der Gefangenschaft in April. Also im Mai bei der Kabelzählung. Nach dem 12. von 8. am 9. Mai ist der Kabel geboren. Das heißt, man hat. Wie kann man sich das vorstellen? Einberufen, das heißt, da kommt dann ein Brief oder kommt irgendjemand an die Haustür oder klingelt und sagt, wir hätten den Stefan ganz gern. Das ist von Militär gekommen. Das heißt, und wohin ist man dann nach Schwabach in die Kaserne eingeruppt? Ja, wir sind auf Iran, wir wohnen in der Tschechei. Der Tschechei? Beide. In Strasitz. Aber da hat man doch keine Ahnung gehabt von Militär, vom Schießen, von Militär. Die haben schon gern da drin. Ja, das heißt, ihr seid als junge Burschen, seid ihr dann entsprechend. Das haben wir schon gelernt.
Deine als, 8, Frau, als 18-Jährige, ne? Der war neben mir geschossen und hat halt mehr Pummen. Also das heißt, militärische Ausbildung... Was drum hast, war eine Art Freikart. Sein Duch. Militärische Ausbildung habt ihr in der Tschechei gemacht? Alle beide? Beide. Und der Seifert war von uns da. Und was denn? Der Seifert, ja, genau. Der Bratut. An die Kampfhandlungen, was habt ihr denn? Ich habe Abstellungserlaubnis und dann ist an die Front gegangen. Das heißt, fort 44, wann war das? Im Dezember bin ich an die Front gekommen, 44. Dezember 44? Auf Hungernünde. War es kalt? Nein, nur war es nicht so kalt, aber dann in Russland. Was hat man da für Erinnerungen noch gehabt? Was habt ihr? Alle habe ich noch. Alle? Ich kann alles erzählen. Einfach mal. Ich kenne den Buchstaben so dick. Hat man da im Nachhinein, hat man da noch Albträume an die Erlebnisse? Die habe ich eigentlich nicht, aber wenn ich heute Nacht wach bin, dann bin ich nicht daheim, dann bin ich in Russland momentan. Und was geht dann da durch den Kopf? Ich war auf der Weg genau mit der Flieg mit Zivilisten, mit Frauen und da habe ich Russisch gelernt. Das war aber dann in Gefangenschaft, oder? Ja. Ja, ja. Aber so von den Kampfhandlungen, was habt ihr denn da, was haben wir da erlebt? Nein, ich war bei den Nachrichten. Nachrichten. Ja. Das heißt, ihr habt weniger. Wir haben uns ja wohl verstecken müssen. Und der war Kanonier. Nachrichten als Bunker. Was war denn die gefährlichste Situation, die man gehabt hat? Wenn man VB war. Was heißt das? Vorgeschobener Beobachter. Da war man mal vor der Linie, vor der Infanterie. In irgendeiner Luft drin. Und da haben wir ja nichts. Da haben wir nicht einmal aufs Klo gehängt. Alles in Luft drin machen wir ihn. Wie lange waren wir da drin in so einem Loch? Na, drei durch. Und dann sind wir aufwärts geworden. Drei durch Ermittlung, drei durch VB, drei durch vorgeschobener Posten. Ist man damals beschossen worden? Ja, tut schon. Aber wir haben sie nicht drehen dürfen. Wir haben sie nicht verrauten dürfen. Das heißt, wenn die Granaten geflogen kommen, Kopf einziehen? Ich habe meinen Kopf einziehen. Die haben den Masten drüber geschossen. Die haben nicht gewusst, dass wir davon sind. Hat man das Schlimme war halt, wenn die Leitungen kaputt waren, da haben wir rausgemacht, Leitung fliegen. Das war das Schlimmste. Und da ist man natürlich dann auch entsprechend unter Feuer genommen worden, wenn es. Ja, dann hat man nicht gehen dürfen, weil die haben es weggefangen. Der Russ hat die Stellungssucher weggefangen. Was ist damit denn passiert, die ihr erwischt habt? Nur die in die Gefangenschaft gekommen. Sind ich war ja bis 50 drin. Bis 50? Ja. 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg immer nur in Russland. Ich war an der Moskwa. Ich war an der Wolga. Ich war in Michalowka in Waldlacher. Und dann bin ich in Tschechien gekommen, in den Uranbergbau. Wahnsinn. Dann habe ich einen Unfall gehabt und dann bin ich vom Bagger gekommen. Dann bin ich heute weggebaggert, weil die Tschechen und die Sudeten da dann früher Silber gesucht. In Jochimsthal, im Raum dort. Ja, ja. Und das Uran haben sie auf die Bechblende haben sie auf die Heiden geschickt. Und die haben wir weggebaggert in 3 Schichten. Selber Bagger gefahren dann im. Laufenbagger, aber wir haben vorwärts baggert. Ja, ja. Und das ist dann in die Steinbrecher gegangen, das haben wir auch die Gefangenen gebaut, in Hangrunde. Steinbrecher und dann ist runtergelaufen, das waren große Trommeln, wie die Betonmische. Und da ist von solche Kugeln reingekommen, dann zu die und dann klären. Und alle 4 Wochen sind draußen auf. Und die haben das gemein. Und dann ist das wieder raus mit Wasser. Das Schiff war so lang geht der da. Und der hat lauter Ring gehabt. Und die sind immer länger geworden. Und da hinten ist die Bergblende runtergelaufen. Und der Krieg ist drüber. Die habt ihr, wie ihr in Gefangenschaft war, habt ihr Kontakt zu den Eltern gehabt? Habt ihr schreiben dürfen? Haben die gewusst, dass die. Es ist Ende 46 habe ich schreiben dürfen. 25 wurde mit der Adresse. Da war 3 Jahre drauf. Ende 46, Richtung 47, 2 Jahre quasi fast nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, haben die Eltern nicht gewusst, nicht ob. Gewusst. Was mit ihren. Meine Mutter hat nicht mehr gelebt. Ja, oder die Angehörigen, sag ich mal. Ne? Die haben nicht gewusst, nein. Dann haben wir die Karten gekriegt, 25 Euro, und das war Dobbelkarten. Und die hintere, da war die Adresse schon wieder da, die haben sie dann wieder zurückschicken können. Aber bloß 25 Euro. Mit der Adresse. Das heißt, man hat sich genau überlegen müssen, was man draufschreibt, weil sonst kriegt man wahrscheinlich. Wenn ich draufschreibe, mir geht's gut. Alles wenn ich jetzt aufgestanden ist, nein, die Karten gar nicht vorgeschickt worden. Alles super hier, wunderbar, wir werden bestens so pflegt. Ja, kann man vorstellen. War halt die Zeit. Naja, klar, wo man entsprechend zensiert worden ist. Ja. Solche, von meinem Opa habe ich auch noch solche Karten, wo er draufgeschrieben hat, wie gut es ihm geht, aber zwischen den Zeilen
Wer ein bisschen Obacht gegeben hat, der hat schon gewusst, was Sache ist. Da hat er dann irgendwo einmal. Jedenfalls hat es keinen Schlaganfall gegeben und er hat keinen Mund mit dem Bauch. Weil da hat es wahrscheinlich keine. Lauter Schlange leid. Lauter Schlange gegeben, ja. Vor lauter Freude am Erben, ja. Das kann man schon vorstellen. Wie haben Sie das Ganze erlebt? Bei mir war es folgendermaßen: Ich bin Ende August 1944 vom Reichsarbeitsdienst einzogen worden. Und zwar nach Gilbestadt. Und in Gilbestadt eine kurze Ausbildung. Und dann wurden wir verlegt an die Westfront, und zwar in der Nähe von Metz, St. der Wald. Und dort mussten wir Panzercreme schaufeln. In Frankreich. In Frankreich, damit die Panzer nicht nach Deutschland kommen. Das hat so einen Panzer schon beeindruckt, wenn man da einen Kram gemacht hat. Ne? Kann man schon vorstellen. Und das Erste, wenn wir hinkommen sind, auf die Baustelle, wo wir aufgeräumt haben müssen, das Erste war ein Loch für uns selber. Weil das war sehr gefährlich, wie die Tieffliege. Das haben die öfters vorbeigeschaut? Ja. Und dann haben wir das Arbeiten angefangen. Und da war immer einer auf Wache gestanden, wenn er einen Flieger gekehrt hat, nach der Pfiffen, dann ist abgegangen ins Loch. Und dann sind die Triebe gerade mit ihren Tieffliegen und haben da geschossen und wir waren in die Löcher drin. Wenn es vorbei war, sind wir wieder raus, haben wieder geschaufelt. Ist da jemand was passiert bei so Luftangriffen? Eine Verletzte haben wir mal gehabt, ja. Und das ist dann gegangen. Ich war dann dort bis Ende August, September, Oktober, bis fast in November, weil ich dann einrigen haben müssen, wie er in die Tschechei, nach Straschitz. Was für Jahrgang sind Sie hier? 27. Ja. Was haben Sie denn da noch für Erinnerungen an die... In der Tschechei, das war ein Dreckloch. Wollen Sie mich noch wo wir waren. Ich bin extra mal mit der Feuerwehr nach Prag gefahren, mit dem Bus, weil ich gesagt habe, die fahren dort vorbei, wo es nach Straschitz geht. Und da sind wir tatsächlich vorbeigefahren. Da bin ich aufgestanden und habe zu denen niedergewungen, zu den Straschitzer. Ja. Heute wird es auch besser ausschauen, wie damals. Das ja, vermutlich, ja. Da habe ich meinen ersten Wanzen kennengelernt. Wanzen? Ja. Hat man da gehabt? Nur, ja. Die haben sie dann in die Haare eingenistet, oder? In Rumänien drunter, wo wir da in die große Auffanglager, da sind wir potenziell die Transporte auf Russland zusammengestellt worden. War ich über Polen, haben wir nicht auf der Russland durch seine ganze Armee reingeworfen. 45. DDR. Und in Buxhorn drin, da hat es mir ja Wanzen und Leist gegeben bis an dem Meer. Eiersfeuer gegründet hat. Das heißt, die haben am kompletten Körper, haben die Blut gesaugt. Eiers zerbunden. Oh ja, okay. Herr Weiß, was haben Sie noch weiter bei Ihnen für Erinnerungen? Und ich war dann bis 1945 im Februar in Straschitz und dort habe ich mich weggemeldet auf die Unteroffizierschule. Und es war mein Glück, dann bin ich nach Amberg verlegt worden. Und bin dann rausgekommen von der Tschechei. Und von der Unteroffizierschule aus, von Amberg, sind wir dann kurz in Einsatz gekommen. Da war es ja dann schon März, Ende März und so weiter. Das war schon überschaubar, ja. Da haben wir gerade immer schauen müssen, dass wir vor den Amerikanern weggekommen sind. War die mit den Panzer quasi unterwegs dann? Wir haben so 10 5er Geschütze gehabt. Die Artillerie halt nicht. Ja, ja. 10-5. Und die leichte. Ja. Und auf der Strecke haben wir dann viel gesehen, wo die Tieflieger die Pferde erschossen gehabt haben, die wir warm gezogen haben. Wo war das? In welcher Region seid ihr da im Rückzug angetreten? Würzburg, südlich. Von Würzburg Richtung Süden runter dann. Und wir sind dann runtergekommen bis nach Buchloe. Im Buchloh im Allgäu bin ich dann in Gefangenschaft gekommen. Bei den Amerikanern? Amerikaner, ja. Glück gehabt. Ja. Und da waren wir zuerst in den Bahnhof, haben uns versteckt und dann sind die mit Lautsprecher durchgefahren und haben die Leute aufgerufen, sie sollen ihre versteckten Soldaten rausgeben und dann haben wir rausgemusst und haben uns dort ergeben. Und von dort aus sind wir verladen worden mit den Lastwagen nach Aalen, ins erste Lager. Und das erste Lager war ein Fabrikhof. Gepflastert, also da können da ihn niederlassen. Und haben uns da niedergelassen. Am 28. April hat es über Nacht geschneit. Nicht mehr früh, wenn wir in den Hof wegen geschaut haben, da war so viel der Schnee gelegen. Aber ihr wart unter Dach? Es war im freien Hof, in den Hof. Das heißt, da habt ihr am Boden geschlafen? Am Boden, freilich. Mit irgendwelchen Schlafsäcken oder irgendwas? Ja, gar nichts. Ein Mantel. Ein Mandel haben wir gehabt, das war sehr schön. Das ist überschaubar, ja.
Und vor Orlen bin ich dann weggekommen am 5. Mai nach Heilbronn. In Heilbronn ist dann ein großes Loch aufgemacht worden. Mhm. Und da waren wir mit einer der Ersten. Da war weder Wasser da, noch ein Zelt, noch irgendwas wieder im Freien. Mhm. Und da hat es dann, zum Essen hat es dann am Mittag ein wenig Wasserbrei gegeben. Und zum Glück waren wir auf einem Feld, da hat es Klee gegeben. Und Luzerne, da haben wir ein bisschen Klee runter und Luzerne und ein wenig in die Wasserbrei rein, dass er ein wenig dicker war. Ein bisschen Suppenkopf quasi. Und das war dann ungefähr 3-4 Wochen ganz schlimm. Jeden Tag einen Trinkbecher Wasser, mehr nicht. Und dann haben die Amerikaner haben dann eine Wasserleitung raufgelegt vom Neckar und haben da so ein Riesending aufgebaut. Und von dort an hat es dann wenigstens mehr Wasser gegeben. Mhm. Ja, dann ist man so dahin. Haben das alle überlebt, die Gefangenschaft? Oder? Ja, das weiß ich auch nicht. Wir waren dort über 300.000 Gefangene. Ah ja, okay. Ja. 300.000 Leute. Und Ende Mai ist dann der Aufruf gekommen, alle Landwirte sollen sich melden, die werden entlassen. Mhm. Und natürlich auch die Hand hoch melden. Und wie wir dann vom Laucher zum Bahnhof sind, da haben wir uns Gedanken gemacht, alle 5 Meter war ein bewaffneter Amerikaner neben uns. Dann haben wir gesagt, das ist eine schöne Entlassung. Derweil haben wir uns da verfrachtet am Bahnhof und sind nach Frankreich transportiert worden. Da hat Frankreich Arbeiter angefordert und die Amerikaner haben gesagt, wir haben genug. Da haben sie so viel gemeldet, die Köpfe anbauen, weil sie denkt, haben sie wieder einlassen. Mhm. Und so sind wir dann requiert worden nach Frankreich. Mhm. Und in Frankreich habe ich dann ziemlich schlimme Laucher mitgemacht. Da war ich, das erste Laucher war Vofes, das zweite war Nevers, das dritte war Auxerre. Und von Auxerre aus bin ich dann von einem Bauern abgeholt worden, als Arbeiter. Und zwar aus dem einfachen Grund, der hat schon 2 gehabt. Der eine aus Gießen, darauf komme ich jetzt nicht sprechen dann. Und der andere war ein Österreicher. Und der Österreicher ist nach 4 Wochen entlassen worden, weil die haben den Krieg nicht verloren gehabt. Mhm. Und nachdem hat er in Österreicher ins Laucher zurück und mich hat er mitgenommen. Mhm. Ich bin dann zu den Bauern gekommen, wo bereits ein Deutscher schon war. War das dann trotzdem besser wie im Laucher, schätze ich mal, oder? Ja, und zwar habe ich das Glück gehabt, dass die Familie, wo ich hingekommen bin, eine Schweizer Familie war. Mhm. Neutraler. Der Seniorchef und sein Bruder haben nach dem Ersten Weltkrieg den Bauernhof gekauft in Frankreich. 200 Hektar Land und da drauf haben wir dann gearbeitet. Mhm. Ja, da ist uns dann eigentlich ganz gut gegangen. Mhm. Und es ging wie lang? Wart ihr dann in Frankreich? Ich war in Frankreich bis in Oktober 48. Mhm. Habt ihr zwischenzeitlich dann Kontakt in die Heimat gehabt? So? Ja. Wir haben dann schon schreiben können und alles. Ne? Mhm. Ja. Und haben auch jetzt bis zuletzt haben wir mit Frankreich, mit den Bauernfamilien, wo ich war, haben wir noch Verbindung gehabt, auch private am Schluss. Mhm. Da ist eine Freundschaft daraus geworden. Jawohl. Wir haben stetig gegenseitige Besuche gemacht. Schön, ja. Ja. Die nächste Generation, führt die das noch fort oder schläft das Ei? Ja, das schläft jetzt langsam ein. Weil der Juniorchef, wo ich war, der war 3 Jahre hier, der ist vor 6-7 Jahren schon gestorben. Mhm. Und die nächste Generation kann dann nicht mehr viel damit auffangen, ne? Wahrscheinlich. Ne? Und wir haben uns sehr viel besucht. Die Tochter von denen war bei uns in Urlaub. Und meine Tochter und ein Junge waren drüben in Urlaub. Mhm. Und wie wir das letzte Mal, da haben wir 4 Kameraden waren wir, da habe ich ein Bild dabei. Mhm. Wo wir jedes Mal zusammengekommen sind und dorthin gefahren sind. Die anderen beiden waren bei den Franzosen und wir waren bei der Schweizer Familie. Mhm. Und wie wir 2005 das letzte Mal alle 4 dort waren, dann haben wir ausgemacht, nachdem es uns gut ging, wir spenden für den Kindergarten. Mhm. Haben wir ausgemacht, jeder zahlt 500 Euro, 2000 Euro und der Bauer soll versuchen, das mit der Gemeinde abzusprechen, dass wir eine Spende machen als ehemalige Kriegsgefangene. Das ist aber. Und der Bauer hat es in die Hände genommen und mit dem Bürgermeister ist abgesprochen. Und der Bürgermeister,
war nicht in der Lage, das durchzubringen. Der hat gesagt, der kriegt von oben runter, kriegt der Druck. Das kann er nicht machen und es ist nicht zustande gekommen. 2005, das ist ja 50 Jahre später. Weil sie mir sagen, die Franzosen sind so freundlich, gibt so viele Partnerschaften und alles. Ne? Und es wäre auch, wie der Landrat bei mir war, der am Geburtstag, der hat gesagt, das wäre auch eine ganz tolle Aufmerksamkeit gewesen, wenn man in der Zeitung liest, Kriegsgefangene spenden für den Kindergarten. Ja, und das übersetzt, ist nicht zustande gekommen. Und dann haben wir das Geld haben wir dann den Enkel gegeben für die Familien. Dann, ne? Aber wir hätten das gern gemacht, dass vielleicht Aufnahmen gemacht worden wären. Ja, ja, klar. Oder hingestanden wären ehemalige Kriegsgefangene. Das wäre eine Sache gewesen. Das ist nicht zustande gekommen. Was man sehr bedauert. Unprofessionell von den Verantwortungsträgern, muss man sagen. Ja. Ihr, das schlimmste Kriegserlebnis, an das Sie sich noch erinnern können? Und im Krieg oder in der Gefangenschaft? Ja, beides. Ja, die Gefangenschaft, wir waren in Batzow in der Tschechei, also in der freien Himmel gelegen, 4 Wochen. Vier Wochen. War da, wo ich befehlt. Und da sind wir nach Deutschbrot gekommen. Das war die ehemalige Butterfabrik, die Schuhfabrik. Da waren wir dann. Dort haben wir noch einen Weizen gekriegt. Da wollen wir ja Würmer drin beweisen können. Die ersten Tuch haben wir es nicht gegessen. Da haben wir die Würmer runter. Der Hunger war ja da. Ja, genau. Und da bin ich aus Rumänien gekommen, auf Oksani. Das haben wir alle durchgegeben durch die Kontrollen. Einmal drunter, nackt. Da waren 2000, da waren 2000. Und die Leute die haben immer alle durch, 8 Tuch lang. Da habe ich die SS rausgezählt. Ach, ob das halt, die Blutung im Feldbuch gehabt und die SS hat es unter der Hand gehabt. Und die SS hat sich bei der Kooperation und das Hirn unter die Heeresdruppen reingemischt. Der Mann, der findet es nicht. Haben sie gemacht, ja. Und die haben sie raus, die sind da weggekommen. Und wir sind dann nach 4 Wochen auch wieder weggekommen, da sind wir verloren worden. Da bin ich an die Moskau gekommen, auf Fokschani. Auf Fokschani, so der fuhr Moskau. Und dort war ich noch, da haben wir Holz gelesen, wir haben Holz raus, immer, ich war immer am Holz. Von der Moskau, das ist auf Moskau reingekommen, haben wir rausgezogen. Der Russ hat alles am Wasser, ich war am Wasser transportiert. Brennholz oder Bauholz war das dann? Ja, das war ja damals schon immer 4 Meter lang. Und dann bin ich hintergekommen nach Michalowka, weil es da zugefroren ist, ins Waldlacher. Da haben wir alle durch mit Schlien in den Wald gemessen, das war gar kein Lachen. Und da haben wir das Frühlohn und einen ganzen Kubikmeter Holz gezogen, mit 8 Mann, die Strick rum. Und zwar sind wir mit Knibbel nebenher gegangen. Weil wenn wir stehen bleiben, hat man ihn. Dann haben wir den Schlien nicht mehr weggebracht. Dann haben die ineinander gelangt und haben hochgekommen, dann ist es wieder gegangen. Ah ja, okay, das ist eine Krampe und der war so hoch oft. Ja. Und wenn man ihm rausgekommen ist, dann ist er umgeklungen. Dann haben wir warten, bis die 15 oder 6 Schlitten vorbei waren, dann haben wir wieder aufgelungen können. Okay. Und das Holz ist nicht geschnitten worden, die haben große Iven gehabt. Die 4 Meter lang, die sind auf dem Band gelaufen, die sind in den Ofen reingelaufen nacheinander. Da haben die das ganze Lager geheizt. Ja, und dann, weil die Wolke aufgegangen ist, bin ich auf Jürowitz gekommen und haben Holz gelegt auf der Wolke. Und dort habe ich noch Russisch gelernt. Hat man sich da wohl gefühlt in der Zeit unterm Strich oder war das immer unbehaglich? Das war immer unbehaglich. Einen guten Freund hat man gehabt, das war der Hunger. Ja, genau, der war immer treu zur Seite, das glaube ich. Wir haben gerade Kraut gekriegt und wenn das Kraut gar war, dann hat es einen Hösser gegeben, die ist nicht gewechselt worden. Und da hat man sich nicht einmal irgendwo was stellen können? Ja, Rauli Rums, was habe ich schon angestellt. Die sind doch immer auf die Gehe, keine Kosen messen, da hat man auch schon gestellt. Wenn man unsere Bahn zupfen kann, dann hat man es untergelaufen. Ja. Also ich habe vom Opa mitgekriegt, ab und zu hat er mal der Hund rauslaufen müssen, wenn der Hunger zu groß war. Wir waren eben nicht allein im Lachen, da sind wir gar nicht zusammen. Habt ihr gar keine Chance gehabt, irgendwie mal Fleisch zu organisieren? Wir waren immer 60 Mann da auf der Arbeitsstelle, auf der Wolke. Und hinten die Fräse haben die Zivilisten gemacht. Aber wir haben Holz gefräst. Puh. Und dann bin ich in die Tschechei und wir waren die 4. Jawohl. Schauen wir vielleicht einmal ganz kurz das Bild an von den Kriegsgefangenen, ne? Ja. Woher waren die alle nochmal aus? Österreich? Der Österreicher, der hat ja Handtuch, ne? Die anderen 3 waren Hessen, ich war aus Bayern. Und das 3 Hessen und ein Bayern. Ja, Frau Hahn, was fällt Ihnen noch ein? Das Schlimmste, ohne Zweifel, das kann jeder nachvollziehen, war der Tod meines Bruders, der in 1941 in Russland gefallen ist. An mir selber war das Schlimmste, dass ich mal
Also ich habe in einer Lehrerbildungsanstalt gelebt, in einem Internat. Und wir hatten ein riesiges Areal mit Bäumen und so weiter. Und da drin wurde ein sogenannter Splittergraben gebaut, aber der zu war. Also nur mit Eingang konnte man tief runter, hatten sie gebohrt. Und ein Teil von den, wir waren 100 Schüler, ja, das Schülerinnen. War 1900, wann war das dann? Das war genau 1900, warte, ich sag's gleich, 43 war das dann schon. Da hatten wir 100 Schüler und 12 davon mussten immer, falls eine Bombe auf das Gebäude, wo wir drin lebten, kommt, dass wir in dem Splittergraben überleben und Nachricht geben können, das hatte jeder immer mal Dienst, in den Splittergraben zu gehen. Und ich hatte gerade Dienst, als in der Nachbarschaft eine Luftmine runterging und unser Splittergraben war eingefallen, vorne und hinten. Und zwei, drei Mädels waren verletzt und ich war nicht verletzt. Und die brüllten alle und heulten, wir können immer raus. Und ich muss sagen, ohne mich zu loben, ich war immer schon eine starke Person. Ich habe gesagt, jetzt singen wir ein Lied. Die finden uns schon, die wissen doch, dass wir hier drin sind. Ja? Und da habe ich ein Lied angestimmt, erst hat keiner mitgesungen. Und dann plötzlich haben sie alle ganz einfache Lieder, so Kuckuck, ruft aus dem Wald oder irgend sowas, was mir gerade so eingefallen ist. Und die Cornelia, das war eine, die lag schon am Boden und sehen meine Eltern immer, also ein Gequäke da drin und ich dachte, die kommen schon. Ein paar Stunden hat es gedauert, sagen wir mal, Stunden sind lang, wenn man wartet, vielleicht 2 Stunden. Und dann hörten wir schon, mit Spitzhacke kamen die und hatten die Arbeiter, das waren nicht unsere Mädels, die hatten ja gar kein Gerät, so, ne? Der Hausmeister hat mitgeholfen. Die haben uns dann da rausgeholt und nur 2 waren leicht verletzt, also so Abschürfungen von den eingefallenen Zeug. Also das waren bange Stunden, ne? 2 bange Stunden. Und ich fand mich immer noch ganz toll, weil ich die dann so aufgebaut habe. Ne? Naja, und dann ganz viele Male war in Leuna diese fürchterlichen Angriffe, wo ich ganz viel mitbekommen habe. Und auf dem Nachbarhaus, die hatten 8 Kinder, da ist eine Bombe drauf, da waren 7 tot. Und das war eben neben uns, das haben wir alles gesehen, die Toten. Das ist eigentlich das Schrecklichste, wenn du zerfetzte Tote siehst, als mehr oder weniger noch Kind. Ich war ja erst 16, dann 15, 16. Also das waren schreckliche Sekunden. Und komischerweise habe ich das verdrängt scheinbar. Also, wenn Selbstschutz. Ich jetzt, ja, also wenn ich jetzt so dran denke, da kommt mir das wieder hoch. Ich weiß noch, wie die hießen, wie die Tam hießen, die mit Nachnamen. Waren alle, auch die Mutter, ja. Und das war schrecklich, da war. Und dann hatten sie ein Scheinwerk aufgebaut von Leuna. Die hatten auch 16 Schornsteine so, ja. Aus Holz so in der Nachbarschaft und hatten hier gedacht, die treffen das Scheinwerk. Nee, die Leunerwerke haben sie getroffen. Ne? Das war für die alte Katz. Also, die haben da alle möglichen Ablenkungsmanöver. Ja, und dann die vielen Angriffe und dauernd in den Bunkerrennen. Ja? Und also es waren ganz, ganz schreckliche Zeiten. Als die ersten Flugzeuge beschossen wurden, gab es noch, das habe ich noch nie jemanden bejahen, aber ich habe es selber gesehen, diese sogenannte Leuchtmunition. Haben Sie davon schon gehört? Diese Christbäume? Nein. Leuchtspurgeschosse? Leuchtspurgeschosse. Ja. Die sah aus wie Feuerwerk, hatten aber schwere Flugzeuge. Und wir als Kinder, noch gleich am Anfang, da war ich dann so 11, 12, habe ich geschaut, denke ich, Mensch, toll, das schaut ja toll aus. Wir haben die Tragweite nicht erkannt, da war ich noch zu Hause. Dass es da um Leben, um Tod geht, ja, da oben, beziehungsweise am Boden. Ne? Die Christbäume, das war dann später, um zu sehen, wo die Flugzeuge sind, setzten unsere, die Christbäume. Drüber. Ja, und wir hatten nebenan, rechts und links, bellte die Flak, ja, auf die zu,
Nicht? Die kamen dann auch immer mal zu uns Wasser holen und so und ein paar Eier klauen von den Hühnern und so. Ihr habt einen Bauernhof gehabt? Nein, wir hatten keinen Bauernhof. Mein Vater war Werkmeister in Leuna für Hoch- und Tiefbau. Okay, gut, das ist alles klar. Und wir haben ganz also schwierige Zeiten wirklich gehabt, durch in der Nähe zu sein von Werken. Da war ja auch Buna, ne? Wo die Gummireifen für die Panzer und alles hergestellt wurde. Es ist ja alles bekriegt worden, also beschossen und so weiter, nicht? Rüstungswichtige Produktionsstätten waren das. Und klar. So schmutzige Luft. Wir hatten immer ganz schwarze Gesichter am Abend, weil wir das eingeatmet haben. Aber leben tue ich immer noch. Scheinbar ist der Dreck doch nicht so schlimm. Schau, erstaunlich. Ja. Lass ich mal zitieren bei der nächsten politischen Stickoxid-Diskussion. Ja, es war ganz unterschiedliche meine Erfahrungen, aber sie waren eigentlich furchtbar. Und nachher auch die Hamsterei. Da musste dann 30, 40 Kilometer zu einem Bauern fahren, den wir kannten, um ein paar Kartoffeln zu holen. Und wenn wir Glück hatten, hatte der gerade mal ein paar Tage vorher geschlachtet, da kriegten wir so eine kleine Wurst für 3 Personen. Also, und was wir dann gemacht haben, und dadurch komme ich auf Berlin, ja, weil ich da abgehauen bin, da haben wir Zuckerrüben, gab es bei uns Anbau. Und da haben wir Zuckerrüben gekauft und gekocht als Rübensaft. Das nennt man, glaube ich, hier anders, so Sirup, Rübensirup. Ja, genau. Und den haben wir dann, wir nannten das Kaubeln, ja. Wir haben Rübensaft gegeben und haben dafür, wer nicht hatte, was anzuziehen gekriegt oder mal vom ein Stück Fleisch vom Metzger, der kriegte dann einen Kübel Rübensaft von uns. Das war sowas wie Honig im Prinzip dann. Ja, wie Honig. Haben wir das aufs Brot geschmiert oder was? Ohne Geld, das war Tauschobjekte das, nicht? Ja, und wir haben das bekommen und dadurch haben wir uns auch über Wasser gehalten, nicht? Und wenn wir dann heimlich, das durfte man nur heimlich, ein Schwein hielten, weil wir hatten ja die Stallungen, da sind wir dann nachts Futter klauen gegangen. Für die Sau. Ja, die Bewerbung gehabt, damit wir dann Saufleisch essen konnten, brauchte die Sau Futter. Und die ist euch nicht weggenommen worden, die hat keiner gefunden? Die hat niemand gefunden, wir haben die dann irgendwo rein, dann haben sie, glaube ich, den Maul zu und haben dann irgendwo auf dem Feld, in so einer Feldscheune wurde das dann gemacht. Da durfte ich aber nicht mit, ne? Ah, ja. Das wurde da, Rosmarie, nichts erzählen, was hier passiert, ja? Das durfte ich nicht erzählen. Es war ganz heimlich, aber meine Eltern, die waren irgendwie pfiffig. Wir haben ja Brot gekauft und haben uns dann so eine Nute reingeschnitten. Das schnitt die Mutter so mit dem Messer rein. Bis daher dürft ihr heute essen und morgen bis dahin. Also nicht satt essen, das war nicht drin. Und das prägt irgendwie. Ich bin ja heute noch so sparsam, als wir kriegen manchmal, ja? Also ich war 5 Jahre an der Front. Zuletzt bis 1945 in Rumänien und wie es dann geheißen hat, der Krieg ist zu Ende, dann haben sie sich 3 Lanzer aufgemacht mit ihrer Uniform, sie hatten ja nichts anderes zum Anziehen, der Donau entlang gelaufen, durch Österreich durch, nach Bayern rein, wollten nach Weiden, wo ich herkomme, Weiden-Oberpfalz. So. Und die haben ihre Schuhe durchgetreten, ist ja logisch, ne? Und sind total erschöpft in Regen im Bayerischen Wald angekommen. Ja. Und sie gehen da durch den Unterholz, mit einmal hinter dem Busch steht ein amerikanischer Jeep und sagt, Hands up! Hat die Lanze aufgeladen, was anderes, ohne Diskussion hat es gar nicht gegeben, hat die Lanze aufgeladen auf den Jeep, und in die Tschechei rübergefahren und dem Russen übergeben. So, und dort, die Russen waren da schnell bei der Sache, kamen ins erste Zwangsarbeiterlager und dann insgesamt wurden es 12 Gefangenenlager mit Zwangsarbeit. Viele seiner Kameraden sind dabei gestorben. Umgekommen. Mein Vater hatte offensichtlich eine starke Natur und hat es geschafft. Und zwar bis
1949 an Weihnachten ist er dann verurteilt worden, nach 12 Kriegsgefangenenlager ist er verurteilt worden zu 20 Jahren Zwangsarbeit in Sibirien. 1949 an Weihnachten. Also und ab und zu kam dann so eine Gefangenenpost. Ne? Meine Mutter hat ja nur, war immer aufgelöst, total in Tränen. Und wir Kinder haben das natürlich mitbekommen. Und ja, wer ist der Papa und wo ist der Vati und so weiter. Ne? Mhm. Ja gut, 1949 an Weihnachten zu 20-jähriger Zwangsarbeit nach Sibirien verurteilt worden. Von einem russischen Scheißgericht, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ja. Gott sei Dank hat es dann aus der Adenauer-Regierung eine Intervention gegeben im Jahre 1950. Und dann hat's plötzlich, haben wir die freudige Nachricht bekommen, er ist entlassen worden mit vielen anderen, mit hunderten von anderen Kriegsgefangenen und ist dann in Hof Moschendorf angekommen, total abgemagert, Holzkoffer dabei, Essgeschirr und russische Zigaretten. Ja, mehr war da nicht drin. Ja. Und dann kam er nach Hause, ich bin auf meinen Vater rauf und runter geklettert, mit meinen 9 Jahren und drumherum getanzt wie um ein goldenes Kalb. Das war für mich ein Riesenerlebnis, meinen Vater das erste Mal zu sehen, bewusst zu sehen. Und mein Großvater, der war so ein echter Sozialist und nicht Widerstandskämpfer, aber er war ein Sozialist. Wo kommen Sie her, Schüler? Aus Nürnberg, wohnen aber seit 40 Jahren in Schwanstetten. Alles. Über dem Schoschi Feierlein. Und es war halt so, mein Großvater war in den Zündabwerken, so als Werkmeister Nürnberg, ja. Und in Nürnberg wurde aber SS-Mann erschossen. Und da kam so ein Kommando in die Zündabwerke und hat zur Vergeltung 10 Fremdarbeiter geholt, die erschossen werden sollten. Es waren Franzosen hauptsächlich, die da als Kriegsgefangene tätig waren. Und wie die reinkommen, da hat er so einen Lieblingsarbeiter halt gehabt, so einen jungen Mann, den Schorsch, hat gesagt, hopp, unter meinen Schreibtisch, komm. Dann haben die da gesucht, die haben eine Namensliste gehabt. Und dann hat er gesagt, naja, wir wissen nicht, wo der ist, der ist vielleicht krank heute, und da sind die abgezogen. Jetzt hat er den aber gehabt. Jetzt haben wir den versteckt von Mitte 1943 bis 1945 in der Kostenhofer Hauptstraße bei uns im Haus. Der hat im Keller gehaust oder im Dach gehaust, im Keller gehaust, im Dach gehaust. Bis eben wirklich der Krieg zu Ende war. Anderthalb Jahre ist der da versteckt worden. Mein Vater war Feuerwerker im Krieg und tragischerweise ist der von den Franzosen in Gefangenschaft genommen worden und war dann bis 1950 in Clermont-Ferrand als Kriegsgefangener 5 Jahre in Kriegsgefangenschaft, obwohl die Eltern von dem Schorsch, der dann nach Dijon zurück konnte, natürlich nach dem Krieg, in Frankreich alles versucht hatten, ja, dass die den Fritz Schiller eben da entlassen sollten, weil doch die Eltern von dem den so lange versteckt haben. Und die Verbindung hat aber gereicht bis zum Tod. Also es war für mich wie ein Onkel. Und wir waren oft in die Show, die waren bei uns. Und das war also für uns als Kinder so eindrucksvoll, weil man um sich herum ja immer nur gehört hat, die Nazi, die alle, mein Vater war das und das. Und umso älter ich geworden bin, muss ich sagen, umso stolzer bin ich immer auf meine Großeltern geworden, weil die Großmutter haben es auch schon mal geholt, in der Kostenhofer Hauptstraße, da wo der Richter und Frenzel ist, da war so eine große Pferdestallung. Ja, und die Oma hat halt da immer so Brote gemacht und hat die halt für die russischen Kriegsgefangenen da hingelegt. Und der Nachbarin hat es dann verraten gehabt und haben sie mal so 14 Tage schon mitgenommen gehabt. Und das ist da als Brot, das war ja für die Pferde, ne, wenn man sie dann da halt so raus. Aber der Großvater, der hat immer gesagt, dann schieß doch, das war so 2 Meter Mann. Ne, und der hat es dann da wieder rausgeboxt. Also das war das, was ich immer von den Erzählungen her halt immer so mitbekommen habe, wie das da eben zugegangen ist. Ne?
Also bei uns hatten sie, da geht ja die Saale an meinem kleinen Ort vorbei. Mhm. Die Merseburg liegt an der Saale und davor ist Bad Dürrenberg. Mhm. Und da hatten sie auch die Brücken gesprengt, aber über andere Wege hat es dann im Mai früh, wie dann kurz vor Ende des Krieges, das Datum kann ich mir jetzt nicht mehr denken, kamen Panzer. Und wir wohnten an einem Gradierwerk, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist, so ein riesiges Gebäude, 1 Kilometer lang, wo das Salz runterläuft, so. Saline. Das ja, Saline, ist ja, genau. Ein Salinenbad gewesen, mhm. ja, für Bronchitis und mhm. sowas. Wir hatten da auch Moorbäder und alles, war ein Badeort, Bad Dürrenberg, ja. ja. Mhm. Und an diesem Gradierwerk machten die Halt und da steht genau unser Haus. Und dann hörten wir die kommen und dann sagt mein Vater, wir wissen nicht, wie sie mit jungen Mädchen umgehen, zieh dich mal zurück in dein Zimmer. Ja. Und die haben dann rausgeschaut, die haben natürlich Sturm geklingelt bei uns und haben gesagt, sie brauchen eine Übernachtung. Mhm. Ja. Wie viele Leute? Ja, 4 Leute. Also die sind auf dem Band, da war auch ein Farbiger dabei und 2, 3 andere. Und die sind dann rein und sind, haben geguckt, wo sie, und ausgerechnet in dem Zimmer, wo ich war, wollten die rein, ja. Mhm. Und dann haben sie mit Stiefeln, wie sie waren, sind sie, und ich dachte, na, Amerikaner, das ist bestimmt nichts Schlimmes, lässt alles stehen und liegen, nicht? Und die haben dann geschlafen mit Stiefeln in meinem Bett und haben dann meinen Kasten geräubert, mein ganzer Schmuck war weg, aber es war nur ideeller Schmuck, nicht so wertvoll, ja, von Tante und Onkel, so kleine Korallen oder sowas. Also das Wichtigste war nachher, dass sie, als sie gingen, so über den Zaun so Dosen warfen und Schokolade und so, wie es dann da geschlafen und geklaut hatten. Ja. Als Dankeschön. Hatten sie rübergeworfen und da hat mein Vater gesagt, ich weiß nicht, ob wir das essen dürfen, vielleicht ist das vergiftet, ja. Mhm. Aber wir haben es gegessen und leben noch. So. Also die haben keine Vergewaltigung. Die Russen nachher, wie die, der Wechsel mhm. der Besatzung, erst waren ja die Amerikaner da und ein Vierteljahr später oder 4 Monate später kamen die Russen. Mhm. Und da war schlimm gewesen, mhm. ja. Vergewaltigung und die ganzen Kaninchenställe geräubert, die Hühner abgeschlachtet, die wir mhm. halten durften. Also das war viel schlimmer wie die Amerikaner. Mhm. Aber ja, das ist auch, sind Gründe, warum ich nachher weg bin dort. Mhm. Ja. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten uns im Keller versteckt und als die Amerikaner dann kamen, das war alles soweit ganz in Ordnung. Und dann sind die eben abgezogen und dann waren wir russische Besatzungszone. Also so heißt es, aber die waren schon länger da. 4, 5 Monate waren erst die Amerikaner da. Und dann kamen die Russen und dann erzählte uns ein Amerikaner, der immer Erdbeeren beim Bauern gepflückt hatte und der hat gesagt, seid vorsichtig, die Russen kommen. Und das haben wir dem nicht geglaubt. Ja? Und tatsächlich, dann zogen die ein, aber mit Bravour. Ah. Das war, da war was los. Mhm. Da sind viele bekannt, also Altersgenossinnen vergewaltigt worden. Mhm. Ich bin immer versteckt worden von meinem Vater. Im wow. Hühnerstall. Ja. Deshalb nee. Heiße ich jetzt Hahn. Okay. Das Trauma ist übrig geblieben. Entschuldigung, mir fällt das immer mal so. Mein Vater ist Jahrgang 19 und der war bei der Luftwaffe. Und bei Kriegsbeginn, da war dann, wie die Mobilmachung war, das war ein paar Tage bevor das losging, war er in Katterbach bei Ansbach stationiert, im KG 53. Er war Pilot und Navigator und Offiziersanwärter, Bodybeträger. Und es war Ausgangssperre und war Mobilmachung. Ne? Und er ist aber abends mit dem Motorrad, der in Nürnberg gewohnt, von Ansbach nach Nürnberg gefahren zu seiner Freundin. Und in der Nacht ging der Bullenfeldzug los. Und wie er dann früh kam, im Morgengrauen, war das Geschwader ausgeflogen. Und hat er natürlich große Schwierigkeiten gehabt mit weiter Beförderung. Und er hat gesagt, er hat ein großes Glück gehabt, dass er gutes Verhältnis hatte zum Staffelkapitän und es war so kameradschaftlich. Er hat zwar Disziplinarverfahren und alles gekriegt, aber er hat gesagt, normalerweise wäre er vor das Kriegsgericht gekommen. Mhm. Weil er stiften gegangen ist von der Kaserne, ja.
Ja, auf jeden Fall war es so, es war dann noch der Droster, der Kassenwart oder wie man das sagt beim Militär. Und die sind dann später an dem Tag noch nachgeflogen mit der U-52 und die anderen hatten ja die HNG 111, die Bombe. Und das hat er natürlich von seinen ganzen Werdegang und Beförderungen bis zum Schluss verfolgt, aber er ist mit dem blauen Auge davon gekommen. Und er war dann später nach dem Bodenfeldzug in Frankreich und da wurde er zwischen Metz und Reims abgeschossen von französischen Jägern. Also fliegen hat er dann trotzdem noch dürfen? Ja, der ist dann wieder, er hat das Disziplinarverfahren und das hat dann seinen Dienst mit Degradierung weitergemacht. Und zwischen Metz und Reims ist er dann abgeschossen worden und war der einzige Überlebende von der Maschine. Es war dann Pfingstsonntag, hat er erzählt. Ist er mit dem Fallschirm raus oder? Ja, das Flugzeug ist explodiert und er ist rausgeschleudert worden. Und er hatte dann auch einige Medaillenspiele im Kopf bis jetzt, bis er gestorben ist. Und die haben sich irgendwie verkapselt. Und dann ist er das zweite Mal abgeschossen und ja, dann war er, wie er in Frankreich war und war in der Gefangenschaft, dann ist er bei der französischen Armee, ist er, die dann nach Südfrankreich rund ist, nach Richtung Montpellier und in der Gegend da unten, ist er dann mitgenommen worden von den Franzosen her und die sind immer weitergerückt, wann die deutschen Truppen nachgestoßen sind. Und weiter unten dann irgendwie zwischen Marseille und am Mittelmeer unten ist er dann von den deutschen Truppen befreit worden und dann ist er wieder zurück zu seiner Staffel. Und hat er gesagt, dass da mindestens schon mal ein bis zwei Wechsel waren an Personal, die da umgekommen sind und gefallen sind, abgestürzt sind. Und dann ist er wieder aktiv geflogen und dann ist er das zweite Mal abgeschossen worden im Ärmelkanal und hat auch überlebt. Und dann ist er aber vom aktiven Kriegsdienst ist er freigestellt worden und ist dann in Berlin-Strausberg und in Wiener Neustadt Fluglehrer und Navigationslehrer gewesen. Hat dann den Krieg überlebt und ist vor einigen Jahren gestorben.
Wir haben jetzt glücklicherweise 72 Jahre Frieden in dem Land, aber trotzdem immer wieder politische Konstellationen, wo man denkt, na, hoffentlich gibt es nicht einen Ärger. Was ist so das Vermächtnis von den Zeitzeugen an die jüngere Generation, die ihr den Zweiten Weltkrieg und die Wirren, die Nachkriegswirren und die Wirren während des Zweiten Weltkriegs mitbekommen habt? Was würdet ihr der nächsten Generation aus eurer Lebenserfahrung mit auf den Weg geben? Ich bin dafür, dass sie die Jugend auch interessieren soll für die Politik. Das finde ich ist wichtig, dass die Jugend da mitmacht. Demokratische Strukturen pflegt. Das Wissen, was auf der Welt geht und sich nicht denen die Schwarzen anschließen. Wir können nicht ändern. Mhm. Wir sind zu klein dazu. Die Politik machen die Großen. Ja, viel klar. Ja. Vor allem, dass das nicht mitmachen müssen, was man mitmacht vom Unterkrieg. Sowieso, das kommt alles erzählen, das ist klar. Ich meine, ich habe so viel erlebt, aber ich finde, mein Leben war schön. Dankbar bleiben, dankbar sein. Dankbar sein, auch die schönen Dinge sehen. Und wenn ich jetzt mal nicht an Krieg denke, sondern so an das Leben, dann ist es ganz wichtig, immer positiv zu sein.